Moin Leute und willkommen zu einer anderen Mod-Vorstellung. Und zwar zeige ich euch den Balken Sweep Mod. Müsste man ja schon den Titel gelesen haben. Und dann fange ich direkt mal an mit dem Nahkampfwaffen. Also das ist halt ein Waffenmod. Ich zeige erst mal ein bisschen. Balken Sweep Mod ist ein Waffenmod, wie man schon im Namen hört. Fügt viele neue Waffen hinzu. Zum einen Nahkampfwaffen, wurfbare Waffen, Schusswaffen. Und jetzt habe ich einfach mal Spezial noch zu den anderen Waffen gemacht. Und ja, werdet ihr natürlich alles im Laufe des Videos sehen. Und ich werde jetzt keine Installation machen zu diesem Mod. Das werde ich vielleicht bei den nächsten kommenden Mods Installation machen. Ja. Dann zeige ich jetzt mal die Nahkampfwaffen. Und zwar, ja, ich bin noch im Kreativmodus, mal kommen wir ganz fix weg. Und zwar gibt es einmal den Eisenspeer, die Eisenhelperade, die Eisenstreitaxt, Eisenkriegshammer, Eisenmesser. Und Eisenstreitlegel, Flegel, Biegel. Nein, okay. Dann zeige ich jetzt erstmal die Crafting-Rezepte für alle die Sachen. Und zwar Eisenschwer, macht man zwei Sticks, so schräg. Und einen Eisenbarren, hat man das Eisenspiel. Dann die Eisenhelberade, auch so schräg. Und dann, hey, hier einmal rum, die Eisensachen. Also genau, braucht man genauso viel wie eine Axt halt. Eine Nahkampfwaffe ist das denn. Dann die Eisenstreitaxt, macht man so. Und dann außenrum nochmal so Eisen. Eisenstreitaxt. Den Eisenkriegshammer, da macht man bis nach ganz oben hin und an den Seiten zwei Eisen. Und Eisenmesser. Hier ein Stick und dann neben ein Eisen. Und die Eisenstreitlegel. Ich weiß auch nicht, warum das Streitlegel heißt. Zwei Fäden und ein Eisenbarren. Warum ich jetzt noch zwei Fäden zu viel habe, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal die einzelnen Nahkampfwaffen. Spawn ich mal hier so ganz cool Monster. Zum einen kann man mit den Eisenspeer normal angreifen. 2, 3, 4, 5. 5 Schläge braucht man. Und mit Rechtsklick kann man den Eisenspeer werfen. Da sammelt man natürlich auch den Eisenspeer wieder auf, wenn man den Wurf geworfen hat. Und ja. So viel Schaden macht er jetzt nicht, aber könnte man gut für Monster benutzen zum Wegstoßen. Zack. Nehme ich mir mal die Sachen und schmeiß die weg. Einfach mal nach hier. So, denn die Eisenhelberade. Die ist wirklich cool, meiner Meinung nach. Man kann auch normal angreifen. Und wie man sieht, ist es auch wirklich weit schon. Also von da richtig weit entfernt kann man angreifen. Und man kann mit Rechtsklick kann man das umdrehen. Und dann auch nochmal so angreifen. Weiß zwar nicht, ob das jetzt mehr Schaden macht oder so. Ja, drei Schläge. Ich kann noch mal kurz gucken. Drei Schläge. Und so. Eins. Zwei. 3, 4. Anscheinend, also so ist mehr Reichweite, aber weniger Schaden. Und so ist mehr Schaden und mehr und weniger Reichweite. So. Dann die Eisenstreitaxt. Das ist wie eine normale Waffe, nur halt eine Streitaxt. Kann man auch mit Rechtsklick abwehren und mal angreifen. Kann ich auch nochmal kurz gucken, wie viel Schaden die macht. Ein Schlag. Zwei Schläge. Drei Schläge. Vier Schläge. Vier Schläge. Und jetzt kommt was richtig Cooles. Der Eisenstreithammer hat einen normalen Angriff. Ja, hier. So. Zwei. Drei. Vier. Ja, vier. Ich schätze mal alle Waffen auf vier. Und dann eine richtig coole Funktion, wenn man Rechtsklick gedrückt hält, mache ich jetzt mal bei den Kühen. Dann lädt sich das so schön auf. Und. Einen Moment, ich mache das mal neu. Und wenn man dann loslässt, dann macht das BAM! Und alle sind weg. Okay, dann zeige ich euch mal das Eisenmesser. Einfach mal an den Tieren hier noch, die rumlaufen. Linksklick halt immer der Angriff. Oder man kann hier einen auf Call of Duty machen und Rechtsklick drücken. Dann wirft man das hier so schön. Batsch. Ja, das war auch schon das Eisenmesser. Denn der Eisenstreitlegel, da kann man auch normal mit angreifen, das macht keinen Schaden. Aber wenn man Rechtsklick macht, dann wirft man hier so schön die Keule so. Und dann kann man so den Monstern hier so hin und her wirbeln. Und dann sind sie auch tot. Zack. Komm her, du! Okay. Das waren soweit die Nahkampfwaffen. Ah, ich nehme die einfach mal mit. So, tue ich alles mal hier in die Kiste. Zack, zack. Okay. Dann kommen jetzt die wurfbaren Waffen. Zwar sind das jetzt nicht so viele. Einmal Wurfspeer, Dynamit und Eisenbumerang. Den finde ich besonders cool. Von den Wurfwaffen her. So, das Wurfspeer macht man zwei Sticks. Also wie beim normalen Speer eigentlich. Nur mit Feuerstein. Da hat man hier den Wurfspeer, jetzt habe ich natürlich vier. Dann Dynamit, craftet man sich so, zwei Schwarzpulver übereinander, oben ein Faden und Dynamit. Und
Eisenbumerang. Da fehlt natürlich hier noch ein Eisen, war ja klar. Oben links in die Ecke. Ich weiß nicht, ob das jetzt unten rechts auch geht. Ne, es geht noch oben links in die Ecke ein Eisen. Und dann so die Holz, das Holz so anordnen. Eisenbumerang. Und da hier ist schon mal der Erste, der sterben will. Meldet sich freiwillig. Mit dem Eisenspeer. Kann man, Wurfspeer. Kann man normal angreifen. Oder Rechtsklick gedrückt hat, dann legt man das so auf und bam. Kann man natürlich auch weiterwerfen. Ich kann mal gucken, ob ich die Kuh da hinten treffe. Natürlich nicht. Und halt normaler Angriff. Ich gehe nicht. So. Dynamit. Da gehe ich jetzt einfach mal weiter weg. Zu den Kühen da hinten, würde ich sagen. Kann man schlagen. Ja, eigentlich kann man ja mit jedem Item schlagen. Oder mit Rechtsklick, wenn man das wirft. Oh, jetzt habe ich mir ganz schön viele gemacht. Dann explodiert das halt. Wurfbares Dynamit sozusagen. Also ist ja auch Dynamit, aber wurfbar halt, ne? Okay, dann kommt der Eisenbumerang. Damit kann man wirklich cool mit rumspielen. Normaler Angriff. Oder man kann Rechtsklick gedrückt halten. Wenn man dann loslässt, dann kann man den so schön werfen. Und der Regen geht gleich aus. Keine Angst. So, jetzt ist der Regen aus wieder. Mit Optifine kann man das schön ausstellen. Und zack. Bisschen. Okay. Anscheinend, achso, der Bumerang hängt natürlich auch am Boden fest manchmal, wie man sieht. Wusste ich natürlich. Habe ich ja auch schön informiert. Okay, dann zeige ich euch jetzt die Schusswaffen. Muss ich mal kurz hier das reintun. So, Schusswaffen gibt es. Einmal die Muskete mit Bajonett. Ah, warte kurz. Das nicht. Jetzt habe ich alles reingetan. Dann die Armbrust, dann Blasrohr und die Donnerbüchse. So, natürlich alle Sachen. Dann muss man sich die einzelnen Teile für die Muskete holen. Ich meine craften. Und dazu macht man erstmal so zwei Holz nebeneinander und einen Stick. Oh, wie immer fällig, denn ich meine zwei Sticks und ein Holz. Dann hat man hier das den Gewehrkolben. Dann braucht man den Untersatz und dafür braucht man zwei Eisen. Ein Feuerzeug und ja, das war schon. So hat man den Musketenlauf. Dann kann man das übereinander tun. Dann hat man, dann hat man die Muskete. Und man kann sich dann auch so ein schönes Bajonett da vorne ran machen und dann ist es ein Muskete mit Bajonett. Dafür braucht man natürlich auch Munition und die craftet man sich, indem man in die Mitte ein Schwarzpulver macht. Lass mich ganz kurz nachgucken. Unten ein Papier und oben ein Eisenbarren. Da hat man hier schön die Musketenkugeln. So, die Armbrust, da macht man oben links einen Bogen. Dann braucht man vier Eisen, und zwar hier. So, so. Und die Eichenholzbrecher macht man dann so. Hat man hier schön die Armbrust. Dann das Blasrohr, das ist sehr, sehr leicht. Zuckerrohr, drei so schräg angeordnet. Und die Donnerbüchse. Die craftet man sich auch sehr merkwürdig, meiner Meinung nach. Einmal hier. Dann so Eisen. Ja. So in etwa. Und zwar muss man das Feuerzeug noch ein nach unten tun. Da hat man die den Bock Donnerbüchsenlauf. Ja. Mehr braucht man auch nicht für die Donnerbüchse. Sondern man braucht dann noch für Munition. Und die craftet man sich auch leicht. Einmal hier ein Schwarzpulver. Oben ein Kies und unten ein Eisenbarren. Eisenbarren? Nein. Ein Papier. Merkt euch das. Ein Papier, kein Eisenbarren. So. Dann habe ich jetzt hier schon mal alle Waffen bereit. Und die sind auch sehr cool, die ganzen Waffen. Ich mache jetzt mal hier nochmal Monster. Weil die hat ja jetzt ein Bajonetta und da macht jetzt auch ja schön mehr, viel mehr Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist eher so zum Zurückschlagen, wenn man am Kampf kämpfen ist. Und dann, wenn man Rechtsklick gedrückt hat, Rechtsklick, dann lädt man sozusagen nach, dann ist es nachgeladen und dann kann man nochmal Rechtsklick gedrückt halten, dann zieht er so und dann, wenn man loslässt, schießt er es mit einem schönen Sound. Kannst gerne nochmal machen. Und Headshot. So, jetzt kommt die Armbrust, da kann man auch nochmal schlagen, wie gesagt, bei jedem Item. Da muss man auch wieder Rechtsklick gedrückt halten. Ich habe die Munition dafür vergessen, zu craften. Soll ich mal ganz schnell nach. Einmal so. Nicht so. Nein, was öffne ich denn hier alles? Nein! Ja, noch leichter, indem man nur so
ohne Stick, einfach nur Eisenbarren ohne Feder, um die Dame hochzubolzen. Ja, es wird schon wieder Nacht. Oh, nervt doch nicht. Okay, da hinten sind Schweine. Schönes Jagdziel hier. Schöne Assassine. Rechts der Gelaufschein. Und? Ja, sehr gut. Daneben. Ja, wie man sieht, macht das bei Schweinen One-Hit. Aber was ich schätze ich mal nicht, dass es bei Zombies auch so ist. Kann man ja gerne mal ausprobieren. Und eins. Und Muni leer. Komm her mit dem Bayonetta hier. Oder? George. So, dann gibt es das Blasrohr. Das ist auch sehr cool. Da habe ich ja natürlich auch vergessen, die Munition zu craften. Das war... Ja, gut. Oben ein Stick. In der Mitte Kaktus und unten eine Feder. Vergifteter Pfeil, ja. Vergiftet. Kann ich auch nochmal zeigen. Ja, mach das jetzt nicht bei einem Zombie, weil... Keine Ahnung. Ist eher... Ich finde das bei Tieren viel cooler. Hat man auch einfach rechts gedrückt. Da macht das so ein komisches Einatmungsgeräusch und... Schon vergiftet. Mal was Trinitin, treffe ich das? Ja, ich hab's getroffen. Blinken die so schön rot. Und tschüss. Bayonetta! So, jetzt kommt die Donnerbüchse. Ja, normale Schlangen. Und wenn man mit einem Rechtsklick gedrückt hält, lädt das natürlich nach. Jetzt habe ich jetzt nicht losgelassen. Das ist sozusagen wie eine Schrotflinte. Die streut so schön. Ah, da ist den, der so der Feinde getroffen hat. Das ist merkwürdig. Ja. Und das halt bei vier Monster. Ich kann das ja auch nochmal ausprobieren. Habe ich jetzt keine. Doch, ich habe noch Munition. Ich spawne einfach mal ganz viele Zombies da vorne bei meinem kleinen süßen Gehege. So. So. Sollte reichen. Ich lade jetzt mal nach. Schön. Und. Ja. Man sieht, trifft das schön viele Monster. Also, das ist sehr gut auf einer großen Menge. Fühle ich euch sehr. Ich finde die Donnerbüchse allgemein so cool mit deswegen den Sound. So. Dann bin ich auch mit den Schusswaffen schon fertig. Jam, 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 jam. Und komme ich mal zu den Spezialzeug. Und zwar ist das der Feuerstab, die Kanone und die Trainingspuppe. Kanone ist für mich spezial, weil das cool ist. Ja. So. Den Feuerstab, den craftet man sich so zwei Sticks übereinander, wie beim Speer und oben eine Fackel. Kann man nicht stecken. Die Kanone craftet man sich. Ja. Kurzes Nachdenken. Und ein Holz. Und ein Holz habe ich gesagt, denn hier so Eisen. Und ja. Hier kein Eisen, sondern Feuerzeug. Ja, so. Das ist die Kanone. Sieht natürlich auch aus wie eine Kanone im Crafting-Feld. So, dann haben wir die Kanone. Die braucht natürlich auch Munition. Die craftet man sich so. Stein so wie ein X angeordnet. Und die Trainingspuppe. In der Mitte ein Lederharnisch. Links und rechts Weizen. Oben ein Woll für den Kopf. Und unten ein Stick. Hat man die Trainingspuppe. Die ist natürlich auch sehr cool. Kann sich hier so schön hinplatzieren. Und den Feuerstab. Ja, kann man so auf die reinprügeln. Ah, der Feuerstab, der will ich auch nochmal zeigen. Spawn. Der hat nur einen Hit. Man kann damit abwenden. Und wenn man nur einmal schlägt, dann brennt das Monster gleich. Level 5, ja! Tschüss. So. Jetzt habe ich jetzt gezeigt. Jetzt kommt die Kanone. Da habe ich auch so ein schönes Zeug gebaut hier. Bam. Das ist die schöne Kanone. Da kann man... Aber muss man sich die Kanonenkugel in die Hand nehmen. Da macht man... Rechtsklick an der Kanone, da hat man sich die Kanonenkugel in die Hand und macht Linksklick auf die Kanone. Linksklick. Ja, dann kommt so ein Geräusch. Und wenn man sich hinhockt, also sneaken, bei mir ist es Y, dann. Bam. Und es zerstört kein Stein. Hallo? Geht doch. Machen wir den Baum da hinten. Bam. Bam. Ist wohl noch ein bisschen beim verpackt. Aber kann ich jetzt nichts gegen tun. Vielleicht das CR-Treffen da hinten von meinem Namen. Und, schade. Komm. Einen Schuss haben wir noch. Und man braucht dafür noch Gunpowder im Inventar. Unten rechts sieht man das, ja. Dass ich immer weniger kriege. Und... Treffe ich. Oh, nein. Okay, das war die komplette Mod-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, dass ich jetzt mal einen größeren Mod vorgestellt habe. Okay, so super groß war er jetzt auch nicht, aber ja. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, nein, nicht wenn ihr noch mehr sehen, ich mache eh mehr Videos von Mod-Reviews.
Aber wenn ihr einen Wunsch habt, dann könnt ihr das gerne in die Beschreibung schreiben. Beschreibung, genau. In die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit anderen Videos. Tschüss. Flagge gesehen, also. Ich sag euch. Wir kriegen Sitzung.